und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Das entscheidende Viertelfinalspiel zwischen dem ESV Kaufbeuren und dem EC Bad Nauheim. Vor 3.100 Zuschauern haben wir einen Endstand von 1:0. Ich darf die beiden Trainer recht herzlich begrüßen, zu meiner linken Peter Fiala, zu meiner rechten Andi Brockmann. Herr Fiala, erst recht, wenn Sie spielen, Sie erst bitte. Ja, erstmal natürlich gratuliere Andi und seine Mannschaft zum Weiterkommen. Ja, man hat bei uns gemerkt heute, dass wir unbedingt das wieder am Sonntag in Bad Nauheim spielen können. Wir haben hart gearbeitet, so wie die ganze Serie. Es war dreimal Overtime-Niederlage. Das ist natürlich für Moral auch so, hier zu kommen und zweimal in Overtime verloren zu haben. Aber die Jungs haben wirklich nicht aufgehört, an sich zu glauben. Es waren Kleinigkeiten. Wir hatten auch wieder die klare Chance vielleicht, was wir nicht genutzt haben. Aber es ist Playoffs und Best of Seven Series kommt der bessere weiter, der die berühmte Kleinigkeiten vielleicht ein Tick besser oder konsequenter macht. Und diesmal war es Kaufbeuren. Danke, Herr Fiala. Andi, Glückwunsch zum Sieg und zum Einzug ins Halbfinale und deine Meinung bitte. Erstmal muss ich mal sagen, danke bei Nauheim für, glaube ich, eine sehr enge Serie. Ich glaube, jedes Spiel war mit einem extremen Tempo und sehr viel langes Spor. Das Innenheim war wieder hier. Und zum Spiel, das sogenannte letzte Spiel, das haben wir heute gesehen, das war bei uns heute ein bisschen, glaube ich, in die Köpfe gegangen. Aber es ist, dann willst du zu viel und dann gehen die einfachsten Sachen nicht mehr. Und Nauheim ist natürlich gesagt, nein, die haben alles probiert. Die haben nichts mehr zum Verlieren gehabt und die haben auch sehr, sehr gut gespielt. Aber ich glaube, dass wir im Laufe der Zeit haben wir uns dann ein bisschen ins Spiel reingefunden und natürlich auch sagen, der Stefan hat uns gut im Spiel gehalten. Aber das ist eine Playoff-Serie. Das geht ja Spiel für Spiel und wir haben die Geduld gehabt. Wir sind defensiv sehr, sehr gut gestanden auch. Kein Tor gekriegt. Und okay, freut mich natürlich für Max, muss ich sagen, gerade in die Penalty in Overtime oder Erfolg rein haben. Muss auch Kompliment an die komplette Mannschaft machen, die einen unglaublichen Job gemacht hat. Jetzt nicht nur in der Serie, sondern schon bis jetzt die ganze Saison. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Wer der nächste Gegner ist und wir werden natürlich alle versuchen im Halbfinale, wenn wir den nächsten Schritt machen. Danke dir, Arne. Gibt es Fragen seitens der Pressevertreter? Ja, wie du das gesagt hast, Riesenkompliment an die Mannschaft. Du hast gesagt, ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Ich denke, man darf ich nicht vergessen. Du gehörst genauso dieser super Truppe dazu. Und ich glaube, ich kann stellvertretend für das komplette Stadion heute sagen, Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale, war eine super Sache. Aber vielleicht kannst du in ein paar Worten noch deine Gefühlslage in dem heutigen Spiel mit beschreiben. Ich denke, das war doch ein ziemliches Wellenbad. Ja, aber ich bin zu lange dabei und ich weiß das auch. Und du kannst das. Oder du versuchst als Trainer auch, dass du, ich kann die Jungs sind schon nervös und ein bisschen aufgeregt. Man kann ihn nicht auch noch rumhupfen, wie ein Wahnsinniger. Also ich versuche, dass ich möglichst ruhig bin und war ich auch. Und probiere, dass ich irgendwie mit kleinen Tricks vielleicht irgendwo motiviere oder irgend sowas. Und immer, wichtig ist, dass wir eben kein Tor kriegen. Und ich habe noch im zweiten Drittel schon gesagt, war wie Overtime. Wir haben ein paar Leute, wo auch angeschlagen sind, wo verletzt sind, die gar nicht gespielt haben, aber immer wieder, jeder trägt seinen Beitrag dazu und das, glaube ich, macht die Mannschaft auch stark. Und wie gesagt, wir haben es bewiesen, wir können jeden schlagen und es macht unglaublich Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Das ist ja ein gutes Zeichen für die nächste Saison. Das weiß ich noch nicht, aber erst nach der Saison entscheiden. Okay, dann viel Erfolg fürs Halbfinale. Danke. Sonst noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, darf ich unseren Gästen noch einen guten und gesunden Nachhauseweg wünschen und allen noch einen schönen Abend essen.